Es kann sein, dass wir noch etwas Zeit haben. Aber dann, Herr Bundeskanzler, darf an der europäischen und dann darf auch an der deutschen Entschlossenheit kein Zweifel entstehen. Und diese Zweifel sind da. Sie haben es immerhin fertiggebracht, in dem ansonsten heillos zerstrittenen amerikanischen Kongress eine vollkommen einheitliche Einschätzung des unklaren Bildes und der Unzuverlässigkeit der Bundesrepublik Deutschland entstehen zu lassen. Und das ist Ihre Verantwortung, Herr Bundeskanzler, das ist Ihre Politik. Sie führen nicht, weder in Deutschland noch in Europa. Und Herr Merz, ich weiß gar nicht, was unverständlich ist an der Aussage des Bundeskanzlers, alle Optionen liegen auf dem Tisch. Ich meine, es waren nicht der Vorsitzende der FDP oder die Vorsitzenden der Grünen oder der SPD, die als erstes gerufen haben, nee, aber SWIFT nehmen wir raus. Das waren Sie. Sie haben der russischen Seite gezeigt, dass wir dort wackeln an dieser Stelle. Und der Satz, alle Optionen liegen auf dem Tisch, der muss von allen hier unterschrieben werden. Und das ist mein dritter Punkt. Wir brauchen Klarheit und wir brauchen Konsequenz, wenn die russische Seite die Grenze politisch, geografisch überschreitet. Herr Kollege Klingbeil, wir nehmen das Angebot einer weitestmöglichen Zusammenarbeit in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik, in der Verteidigungspolitik mit Ihrer Bundesregierung, Ihrer Fraktion, den Koalitionsfraktionen an. Und damit genau an dieser Stelle keine Irritationen entstehen. Ich habe SWIFT in der Tat angesprochen. Ich habe, um im Bild zu bleiben, was ich gewählt habe, auf die Sprengkraft hingewiesen, die eine Aussetzung von SWIFT bedeuten würde. Aber es liegt auch für mich ausdrücklich mit auf dem Tisch der Möglichkeiten, wenn es darum geht, diese Bedrohung abzuwenden, nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa. Es ist nicht vom Tisch, es bleibt auf dem Tisch. Es hat allerdings erhebliche Rückwirkungen, auch auf unsere Volkswirtschaft. Und die müssen wir alle bedenken, wenn wir auch über solche Instrumente sprechen. Was mich beängstigt, ist diese Stimmungsmache gegen Russland, und zwar in den Medien, in der Politik und vor allen Dingen auch hier in diesem Hohen Hause, dem Bundestag. Wir müssen nur unseren Vorrednern zugehört haben, dann sehen wir, dass es sich hier um eine unsägliche Rhetorik handelt, um Drohszenarien von Krieg und Einstellung von Gaslieferungen. In dieses Horn stößt auch der Botschafter Melnyk, der Ukraine, der heute in diesem Hause zu Gast ist. Das freut mich, Herr Melnyk, so kann ich es Ihnen auch sagen. Die Forderung nach Waffen können wir Deutschen nicht erfüllen. Und Ihre unsägliche Kriegstreiberei kann ich nur verurteilen. Sie beleidigen Deutschland, Sie ziehen unwürdige Vergleiche der deutschen Geschichte zum Nationalsozialismus. Frau Baerbock, unter Ihren Vorgängern wäre so ein Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt worden und ein Staatssekretär hätte ein sehr nachhaltiges Gespräch mit ihm geführt. Herr Keuter, ich möchte ausdrücklich noch mal an die parlamentarische Wortwahl erinnern und dass diese auch hier im Hohen Hause eingehalten wird. Vielen Dank. Der frühere Außenminister Genscher hat am 2. Februar 1990 im Beisein vom damaligen US-Außenminister Baker Folgendes wörtlich gesagt. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt nicht nur für die DDR, sondern ganz generell. Später hat das auch Helmut Kohl gesagt. Im Gegensatz dazu sind 14 Staaten in die NATO aufgenommen worden. Den USA wird immer ein Sicherheitsabstand zugebilligt. Wenn jetzt wirklich schwer bewaffnete russische Soldaten auf Kuba und in Venezuela stationiert werden würden, das würden die USA nicht zulassen. Und ich stelle an Sie die Frage, warum billigen Sie der Atommacht USA einen Sicherheitsabstand zu und der Atommacht Russland nicht? Das verstehe ich nicht. Eine überhitzte Debatte um Waffenlieferungen schafft keine Klarheit. Sie überlagert die Diskussion zu wirkungsvollen Sanktionen. Sanktionen treffen derzeit zielgenauer, als Waffen es tun. Und Sanktionen gefährden nicht das Leben der Soldaten oder der Zivilbevölkerung in der Ukraine oder Russland, aber sie gefährden den Machtapparat im Kreml, der für die Bedrohung unseres Friedens verantwortlich ist. Den Machtapparat, dem wir mit einer geschlossenen Haltung und klaren Sanktionsoperationen entgegentreten und unmissverständlich deutlich machen,
dass die europäische Friedensordnung nicht verhandelbar ist und weitere Verletzungen der territorialen Integrität der Ukraine harte und wirtschaftliche, politische und wirtschaftliche Konsequenzen hätten. Und bei denen wir im Übrigen keine Sanktionen voreilig vom Tisch nehmen sollten. Gut, dass Sie, Herr Merz, noch mal die Kurve gekriegt haben bei SWIFT, aber es zeigt, wie gefährlich voreiliges Schwadronieren in der Frage ist. Und ich habe ehrlich gesagt von Ihnen viel Kritik gehört, aber wenig konkrete Vorschläge, was denn wirklich passieren soll. Ich kann, lieber Herr Roth, ich kann dieses Gerede davon nicht mehr hören, dass Russland Europa destabilisieren will. Das entbehrt jeder logischen Grundlage. Russland hat die Ressourcen, wir haben das Know-how. Es liegt im Interesse der Europäischen Union, aller Staaten in der EU, mit Russland zusammenzuarbeiten, genauso wie das im Interesse Russlands liegt. Und hier, das, was Sie hier vorführen mit Ihrer Kriegstreiberei, mit der Panikmache und Kriegsrhetorik, ja, das ist richtig. Russland bewegt seine Armee auf seinem Territorium. Richtig. Darüber wird hier sehr intensiv gesprochen. Wird darüber gesprochen, was in der Ukraine passiert als Gegenseite? Denken Sie bitte an Ihre Maske. Und auch Sie möchte ich erinnern an unsere parlamentarische Wortwahl. Erneut das Wort Kriegstreiberei. Ich erinnere an die parlamentarische Wortwahl. Und wenn es weiter vorkommen sollte, werde ich mir weitere Ordnungsmaßnahmen vorhalten. Wenn ich die sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn ich die ersten Wochen der Regierungsarbeit der neuen links-gelben Koalition betrachte, muss ich immer wieder an einen Satz aus einer legendären Reportage von den Olympischen Winterspielen 1980 in Lake Placid denken. Der damalige ZDF-Reporter Bruno Morawetz rief damals mit Blick auf den Verlauf der Langlaufdisziplin: Wo ist Bele? Bele haben wir noch nicht gesehen, wir wissen nichts, wir sehen ihn nicht, Bele ist weg. Wie würde Morawetz wohl die aktuelle Arbeit der Bundesregierung und ihre Performance zu den aktuellen Top-Themen wie Impfpflicht oder Ukraine kommentieren? Er würde vermutlich rufen: Wo ist Scholz? Scholz haben wir noch nicht gesehen, wir wissen nichts, wir sehen und hören ihn nicht, Scholz ist weg. Denn das ist der Eindruck, den nicht nur wir, sondern zunehmend auch ein Großteil der Bevölkerung im Moment von Ihnen und Ihrer Arbeit haben, Herr Bundeskanzler. Wo ist Albrecht? Ich finde, die Bundesverteidigungsministerin, die als Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt der Bundeswehr eine der größten Streitkräfte in Europa und in der NATO, sie sollte in dieser Frage doch auch eine besonders aktive Rolle spielen. Sie ist heute noch nicht mal hier bei dieser Rede auf der Regierungsbank. Dass sie aber bis zum gestrigen Tag noch nicht einmal ein Gespräch mit dem ukrainischen Amtskollegen geführt hat, spricht auch Bände. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Herr Kollege Schenk, das ist das Problem. Mit der Maske im Gesicht kann man die Zwischenrufe nur ganz undeutlich wahrnehmen. Ich sage das nur, dann kommen Sie nicht zur Erschöpfung. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer. Da wir das gleiche Alter haben, darf ich das ja sagen. Wenn Sie seit 50 Jahren mit Ihrer Frau gemeinsame Überzeugungen teilen, haben Sie aber früh angefangen. Also stimmt, Sie haben recht. Herr Kollege Kleinmächter, Sie haben als Nächster das Wort. Bevor Sie anfangen zu sprechen, will ich einen Hinweis geben, den Sie wahrscheinlich schon kennen. 2 Minuten vor Ablauf Ihrer Redezeit wird die Ampel dort beginnen. Sollten Sie sie übersehen, was natürlich auch im Straßenverkehr vorkommen kann, werde ich mich akustisch bemerkbar machen, aber so, dass Sie nur mein Klopfen hören. Und ich werde erst mich verbal äußern, wenn Sie die Redezeit etwas zu weit ausgelegt haben. Herr Kollege Kleinmächter, Sie haben das Wort. Bitte. Keine Sorge, Herr Präsident, keine Verkehrsdelikte auf meiner Seite. Als nächster Redner das Wort der Kollege Dr. Anton Hofreiter, Bündnis 90 Die Grünen. CDU, CSU. Ihr wart doch schon mal nah dran, insofern. Bevor ich dem Kollegen Professor Weil das Wort erteile, will ich einen kurzen Hinweis geben. Das Sitzungspräsidium und der Sitzungsdienst achten sehr genau, dass diejenigen, die nicht von der Maskenpflicht befreit sind,
auch ihre Masken tragen. Wir sind für jeden Hinweis dankbar, aber es muss nicht jeder Hinweis erfolgen. Vielleicht darf ich das mal so sagen. Weil man das von hier oben besonders schön sieht, will ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Maske Mund-Nasen-Bedeckung heißt, damit Mund und Nase bedeckt werden. Also ich mache das als allgemeine Anregung und das nächste Mal spreche ich Persönlichkeiten unmittelbar an. Nächster Redner, obwohl ich ihn noch gar nicht aufgerufen hatte, aber er ist schon da, ist der Kollege Robin Wagner, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Einen Punkt will ich Ihnen hier nur nennen. Und das macht Ihr Verhalten und Ihre ganze Vorgehensweise super verdächtig. Es macht Sie auch verfassungsrechtlich extrem verdächtig. Sie ändern nämlich die Anrechnungsregel für die Schulden. Sie sagen, die Schulden werden nicht für das Jahr gerechnet, wo sie wirklich tatsächlich vom Bund aufgenommen werden, sondern sie werden irgendwann dann gerechnet, beziehungsweise genau umgekehrt, sie werden nicht gerechnet. Nein, aber das ist ja genau der Punkt. Ja, Sie jubeln jetzt, aber das ist genau der Punkt. Sie machen Schulden im Jahr 2024 und 2025. Da muss es auf die Schuldenbremse gerechnet werden. Durch ihn, und das ist wirklich ein Taschenspielertrick, durch die Veränderung der Anrechnungsbestimmungen sorgen Sie dafür, dass Schulden, die zum Beispiel 2025 tatsächlich gemacht werden, auf die Schuldenbremse des Nachtrags 2021 gerechnet werden. Das macht Ihr Verhalten so verdächtig. Und das wird jedem deutlich machen, dass Sie die Schuldenbremse wirklich durch dieses Manöver umgehen wollen. Aber der Unterschied von der Debatte damals zu heute ist, ich erinnere mich, wir hatten einen Antrag der AfD hier, Unterstützung einer Normenkontrolle beim Bundesverfassungsgericht. Und es waren sich alle anderen Fraktionen einig. Und ich erinnere mich sehr gut an die Rede von Otto Fricke, dass dies der Ort der demokratischen Auseinandersetzung ist, dass man hier um Mehrheiten zu ringen hat und dass es am Ende Mehrheiten sind, die im Deutschen Bundestag entscheiden. Das unterscheidet die FDP, die damals so argumentiert hat, von Ihnen heute. Sie stellen sich an die Seite der AfD und wollen zum Bundesverfassungsgericht gehen. Und wenn Sie jetzt rufen, dieser Haushalt sei verfassungswidrig, dann finde ich, setzen Sie sich auch noch mal mit dem auseinander, was wir 2020 gemacht haben. Ich finde, nur weil man seine Rolle im Deutschen Bundestag wechselt, muss man nicht von heute auf morgen komplett andere Reden halten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Wiedereinführung der Vermögensteuer auf sehr hohe Vermögen oberhalb von 1 Million Euro, die SPD und Grüne in ihren Wahlprogrammen gefordert hatten, die wurde schon vor Beginn der Sondierung abgeräumt. Und gleichzeitig beschneidet sich die Ampel ihre eigenen Handlungsspielräume. Wie soll die versprochene Modernisierung gelingen, ohne massive öffentliche Investitionen und ohne höhere öffentliche Ausgaben? Wer die sogenannte Schuldenbremse für heilig erklärt und sich weigert, hohe Einkommen und Vermögen angemessen zu besteuern, der versündigt sich an der Zukunft, meine Damen und Herren. Geschätzte Frau Vizepräsidentin, liebe Kollegin Wissler, manchmal sitzt man da und denkt, was sagst du jetzt? Und dann fängt mir da leider wieder der Kollege Rode weiß schon was, Shakespeare ein. Leih jedem im Hinblick auf die Linken dein Ohr, doch wenigen deine Stimme. Shakespeare hatte damals schon recht, als es um den Sozialismus ging. Meine Damen und Herren, übrigens für die CDU, und darauf komme ich jetzt, wenn wir da weiterlesen bei Shakespeare, heißt es, nimm Rat von allen, aber spar dir dein Urteil. Und das will ich dann deutlich doch sagen. Sie gehen auf einen Rechtsweg, diese Koalition geht auf einen ökonomischen Weg unter Einhaltung des Rechtes. Und ich will deutlich sagen, wir befinden uns, der IWF heute, wir werden in den nächsten Tagen weitere Nachrichten bekommen. Wir haben eine Abkühlung der Wirtschaft. Und es ist interessant, dass bisher keiner von Ihren Rednern sich um die ökonomische Situation auch nur eine Sekunde gekümmert hat. Sie wollen Recht haben, Sie wollen aber nicht Recht bekommen. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, die FDP erlebt gerade ihr Revival als Umfallpartei. Was gestern noch galt, ist heute schon falsch. In der Opposition predigten sie Sparsamkeit. In der Regierung kommen sie zu Finanztricks, Schulden und Schattenhaushalten. Bei der Einbringung des Haushalts 2021, und ich zitiere von ihrer Homepage, steht, wir würden anders als die Große Koalition mit weniger als der Hälfte der neuen Schulden auskommen und gleichzeitig noch eine Entlastung von 36 Milliarden Euro umsetzen. Das steht bei Ihnen auf der Homepage. Damals haben Sie gesagt, die ganzen Kreditermächtigungen brauchen wir nicht und die Bürger kriegen eine Entlastung.
Heute wollen Sie die Kreditermächtigungen und von Entlastungen kein Ton mehr. Komplettabschaffung Soli, kein Ton mehr davon. Entlastung kleinerer, mittlerer Einkommen, keine Rede davon. Unternehmenssteuerreform, keine Rede davon. Entlastung versprochen und Schulden geliefert, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Die Versorgungssicherheit der Bevölkerung und die Sicherheit der Landwirte und ihrer Höfe sollte für Sie oberste Priorität haben und nicht Ihre ökodiktatorische Ideologie. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege. Das war eine Punktlandung in der Zeit. Alles andere bewerte ich nicht. Alles andere bewerte ich nicht. Vielen Dank, Frau Kollegin. Was ist passiert? Oh. Mal einen kleinen Moment warten. Das ist kein Problem. Ich finde, wir können uns bei dieser Gelegenheit mal bei den Saaldienern und Saaldienerinnen bedanken für all diese Sonderaufgaben, die auf sie zukommen. Also, Herr Kollege, ein so sauberes Pult hat, glaube ich, noch keiner heute bekommen. Genau, wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Zum vorliegenden Antrag kann nur gesagt werden, Sie fordern von Seiten der AfD die Aufhebung der Verordnung und Streichung sämtlichen Geltungsbezug zu den Bundesbehörden wie RKI und PEI. Nun, wer Wissenschaft leugnet, wer evidenzbasierte Politik ablehnt, wer populistische Parolen wichtiger erachtet als eine verantwortungsvolle Politik, da nützt auch kein Geschrei, der wird nicht nur den Stand der Wissenschaft in der Sache nicht kennen, sondern auch kein Interesse am Schutz der Menschen und einer besseren Gesundheitspolitik haben. Die AfD, die Impfungen auch mal als experimentelle Gentherapie bezeichnet, obwohl zigfache Forschung und milliardenfache Praxis dagegen sprechen, hat nun in den Tiefen des Internets eine Seite gefunden, die ein Testverfahren erwähnt. Die Internetseite ist nicht gänzlich aktuell, erhebt auch nicht den Anspruch danach. Zum Beispiel findet sich unter Aktuelles zu Corona noch der Hinweis, dass Menschen sich wohl nicht mehrfach mit dem Virus anstecken können. Aber darauf aufbauend will die AfD nicht abschließend auf ihre Sinnhaftigkeit geprüften Tests sofort flächendeckend einsetzen. Als Basis für die Anwendung von Medikamenten, die natürlich auch Nebenwirkungen haben, die der AfD hier aber völlig egal sind, dieselbe die AfD, die, wenn es passt, pseudokritisch von Big Pharma schwätzt und die Ängste vor Impfnebenwirkungen schürt. Ihre Tests kosten 850 Euro. Bei 100.000 positiven Tests täglich, eher unteres Niveau bei Ihrer parallel geführten Durchseuchungsstrategie, wären das 85 Millionen Euro am Tag, im Monat über 2,5 Milliarden Euro. Sie reden von Big Pharma, Sie geben sich als Menschenretter, was für ein Hohn. Solange Sie Ängste schüren können, sind Ihnen Menschenleben und Nebenwirkungen völlig egal. Und manchmal merkt man eben auch, dass die AfD auch von der Pharmaindustrie Geldspenden bezieht und die Rechten sich nie gegen das Kapital stellen würden. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend.